ein total nerviges Thema für mich als Therapeut war es immer zu kontrollieren, handelt es sich jetzt um eine Erstverordnung oder eine Folgeverordnung? Ich habe gehört, da hat sich einiges getan. Genau, alles gestrichen. Es gibt keine Erstverordnung mehr, es gibt keine Folgeverordnung mehr. Arscheimer. Das ist auch gut so, weil es einfach keinen sittlichen Nährwert hatte, auch schon bisher nicht. Das war völlig überflüssiger Bürokratiekram. Das heißt, das fällt weg. Was noch gestrichen worden ist, ist der Regelfall und außerhalb des Regelfalls und die Genehmigung des Regelfalls. Alles weg, 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 weg. Es gibt jetzt diese orientierende Behandlungsmenge. Das entspricht mehr oder weniger dem Regelfall von der Menge her und von der Art des Umgangs damit. Mhm. Und wenn ich außerhalb dieser orientierenden Behandlungsmenge verordnen will, kann ich das. Aber dann nicht mehr in 12-Wochen-Schritten, sondern immer nur in kleinteiligen Schritten immer die Verordnungsmenge, die für eine Verordnung vorgesehen ist. Okay. Das ist okay. Was sich auch verändert hat, ist das Konstrukt des Behandlungsfalls. Bisher sind die Kassen immer davon ausgegangen, dass ein Patient, der behandelt wird, ein Behandlungsfall ist, startet mit der ersten Erstverordnung und endet mit 12 Wochen Pause. Und das ändert sich jetzt. Jetzt wird von einem Verordnungsfall ausgegangen. Das heißt, man muss jetzt als Therapeut nicht mehr Ärzte koordinieren, die am gleichen Behandlungsfall rumfummeln und nicht verstehen, warum denn ihre Erstverordnung in Wirklichkeit schon eine Folgeverordnung ist, sondern jetzt ist es hier so, dass der Verordnungsfall die Verordnung eines Arztes zusammenfasst und damit ergeben sich auch ein paar Erleichterungen. Es gibt auch einen Nachteil bei den Verordnungsfällen. Die Pause, das therapiefreie Intervall, beträgt 6 Monate. Das ist ein bisschen doof und da wird man nochmal sehen, wie man damit umgehen muss, aber da kann man notfalls ja auch noch nachjustieren. Danke. Und wer sich und seine Praxis jetzt auch vorbereiten möchte auf Oktober 2020, der kann jetzt den Heilmittelkatalog bestellen bei uns im Shop. Ab Juli ist er lieferbar.